Serie auf jeden Fall geglückt. Hat nicht ganz so viel Effet, wie als wenn er mit, jetzt mal vereinfacht gesprochen. Und das erleichtert ihm vielleicht dann das Nachspiel mit dem Vorhandschuss. Problem hat Matthias Falk vermutlich weniger. Stark gemacht von Matthias. Was macht Ruven Filus da? Da geht er fast aus der Box raus. Wahrscheinlich hier nochmal gut zu sehen in der Slow-Mo. Nach diesem Ball dachte ich eigentlich nicht, dass er nochmal zurückkommt. Den nächsten kriegt er dann nicht mehr. Toller Ballwechsel. Gut gemacht. Gute Rückhand. Und da ist das 11:8 in Satz 1. Also Sipos und Jorgic stehen sich da jetzt gegenüber. Karlsson. Duell der Dreier. Dort steht es immer noch 1:1, also insgesamt beim Spiel. Finde ich immer wieder für den Rückschläger unheimlich schwer, das zu verhindern. Man kann natürlich nicht den nächsten Ball passiv geht. Hier bis zum Ende durchziehen. Das hat er gut gemacht. Von Filus wiederkommen. Das ist dann natürlich, war auch schon im ersten Einzel gegen Van Bommel sehr gut drauf. Elf zu sieben, natürlich noch ein ganz schönes Stück entfernt. Ruven Filus bei 0:2 schlägt auf. Sehr stark ab.
Da war wieder dieser Aufschlag ganz kurz in den Rückhandbereich. Und dann wir gehen zurück hier nach Bremen. Philos macht. Das war wieder die starke Rückhand wieder. Und er hat jetzt das 9-7. Und das sind jetzt tatsächlich die im Vorhandbereich, im Rückhandbereich aufzuschlagen. Und jetzt tatsächlich die hier sehr, sehr viel Glück. Wiederholt, 12 beide. Und den lässt Ruven Philos aus. Das war eine gute Chance. Und der ist es dann. Matthias Falk gewinnt gegen Ruven Philos. Die beiden Punkte.